Straighty boy. Fresh straight. Kann er hier hochjumpen? Nee, ne? Natürlich die beste Map für den Clown wieder hier. Jesus. Mal rennen. Dann gucken wir mal die Lage kurz checken, ob er jemanden gefunden hat. Ja, sieht so aus, so kann den bedenkenslos machen. Achso, wir haben kein Einführungsvermögen mit ihm. Empathie ist aus hier. Ja, Bills. Grundsätzlich ein Veteran, der weiß, wo du liegst. Da hinten, siehst du? Lustig. Mit Bill habe ich We Will Make It und Unbeugsam und überhaupt solche Perks mitgenommen. Weiß auch nicht warum. Ich wollte was ausprobieren und ich mag We Will Make It. Das ist auch der einzige Charakter, mit dem ich das schon freigeschalten habe. Es kamen so viele Perks dazu, dass ich unmöglich schaffen werde. Das weißt du, wo ich bin. Das war natürlich total gewollt. Also ein bisschen ablenken hier und so. Easy. Der könnte hier aber reinsägen, ne? Ja, ich sehe schon den Laufweg vor meinem geistigen Auge. Und dann so einen kleinen Bogen macht. Oh Gott, wo ist er jetzt? Da hinten, nein! Brrr. Liegt am Boden. Dann kommt er hergesägt. 180 pro. Es würde sogar Sinn machen, wenn er hier sägt. Dann könnte er mir quasi den Weg zu ihm versperren. Macht aber nicht. Wie viele Schüsse, dass er abgehangen wird. Hör mal, so ein Lutscher, hör mal. No, ich hasse es, wenn das dann jemand macht vor meinen Augen und ich ein Make-it habe. Ist mir alleine nicht schön. Oh yeah. Achso, sorry. Didn't see that. Ja, ja, spring rüber. Genau, gute Idee. Mhm. Sehe schon, ihr habt diesen Respekt vor ihm jetzt schon. Er weiß nicht, wie viel hier dran arbeiten, ne? Das könnte, also ich könnte auch an einen Schrank reingehen. Wenn man so Kippe im Maul hat, dann raucht der Schrank quasi. Ja, ist auch nicht so gut. Wird Bill nachher noch geräuchert da drinne. Gut abgehangen! Oh yeah! War gar nicht so schnell. Was ist denn da? Keybeutel, ne? Umgelo. Run, boy, run, run. Müsste mich hier sehen, ja. Könnte natürlich auch einen Schlag denken. Diggity ding. Was macht der denn? So viel kannst du nicht schlagen. Wenn ich jetzt We Will Make It hätte, wäre das kein Problem gewesen. Aber nein, wir müssen natürlich alle wieder. Ich werde einen schönen Hit tanken jetzt hier. Will ich was? Der ist sicherlich da hinten. So, genau. Ach, normalerweise müsste ich ihn retten, weil ich habe dann We Will Make It auf 100.
Wenn ich das erste Mal ihn schon gehittet hätte. Gehittet. Als ob ich der Killer bin, ne? Alter. Hörst du dir selber zu oder was, Mann? Gott, wer jetzt reingekommen ist, der denkt, ich bin wahrscheinlich so. Halbwüchsige. Wallach-Typ und so. Was ist er denn? Alter! Ich muschi. Ole! Quanto, quanto, quanto marone, quanto, quanto, quanto marone. Probier mal. Auch gar nicht mal so einfach, ne? Alle Paletten gewastet! Ich muss mal kurz abschmieren. Provokativ. Oh Scheiße, sorry, Mann. Übersteuert! Wasted time and save the moment. Save the bill! Save the bill! Save the bill! Ich bin Veteran, ich war ein Krieg für euch. Verfickte Scheißkinder. Oh nein. Jetzt brauchst du auch keinen Hit mehr tanken. Nein. Oh fuck, ich hab... Marlboro, keine Kämme. Was hatten wir überhaupt für eine Marke? Kann man nicht lesen. Oh, schön leer. Kommt keiner, da kommt keiner mehr. Wenn du so weitermachst, da kommt keiner. GG. Sieht ein bisschen aus wie der Nikolaus, ne? Mimi. Ja, hast du einen schönen Haken gefüllt, ne? Wird schwierig. Ich glaube, da kommt keiner. Ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen Action kämpfen. Action! Jawohl, da ist sie. Da ist sie, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Na mal weg. Da muss dir schon was Besseres einfallen. So, Lutscher. Oh, er ist ihm was Besseres eingefallen. Ich habe gedacht, das wäre jetzt zu offensichtlich, wenn ich jetzt stehen bleibe und warte. Habe jetzt eigentlich schon mit denen gerechnet, dass er auch weiterdenkt, dass ich da ein bisschen rumhampel. Oftmals die einfachste Lösung. Die Schlussfolgerung war jetzt auch nicht ganz so nett. Vielleicht. Oh ja, das könnte reichen. Das könnte reichen. Oh, mach's gut, du Lappen. Ankotzen. Das will ihn richtig ankotzen. Er kotzt schon Blut und Galle. Ich seh's. Seht ihr die Fontäne da hinten? Das ist er. Kein Menschen liegen. Doch, doch. Alles gut. Wir schaffen das. Oh Gott, wir schaffen das. Ja, geh mit im Feld, den mache ich immer. Provokante!
you? Mein erster 360. Gegen einen Billy. Irgendwann geht's nicht mehr. Ah, ich hasse ihn. Ich hab schon gesagt, dass ich ihn hasse. Ich hasse ihn. Mein erster 360, Alter. Ich fühle mich auch so. Wie ganz nach hinten? Sieht auch nicht so safe aus, aber hey. Meine Pumpe bringt so. Meine Pumpe. So. Was macht denn der da hinten mit dir? Können wir uns auf den Unentschieden ein? Vielleicht ein bisschen? Nicht husten. Einfach mal deinen scheiß Schnabel. Nimm doch mal die Kippe im Maul jetzt. Alle liegen lässt, dann heißt es, er will irgendwie alle liegen haben, ne? Kann es sein, der will. Das ist die Taktik. Verbrannte Erde quasi? Nein. Verblutete Erde in dem Fall. Es bringt nichts, mit dem Kopf zu wackeln, wo dann? Okay. Also den in der Mitte brauchen wir nicht anfangen. Hab ich vergessen. Schokolade. Was machst du denn da oben? Na, ich hab's versucht. Ah, shit. Instant. Guck mal gerade, ob hier der Keller ist. Nope. Ist er gar nicht. Ist er ja nicht. Hier hat jemand schon die Kiste aufgemacht, ne? Ja! Scheiße! Das war laut. Bumm! Okay, darf ich jetzt? Ich hab... We will make it! Kommt es heute nochmal zum Einsatz, meine Damen und Herren? Ich glaube schon, jetzt ist es soweit! We will make it! Okay. Kann schon ein bisschen übertreiben. Geht's gut. Ja, we will make it. Was denn jetzt? Willst du mir was schenken? Willst du mir was sagen? Ah nein. Oh Gott. Ihr wisst, was das war. Ein Freundschaftsdienst dabei ist. Oh Gott. Chloe kann fliegen. Wie der Hilbili über dem Fujiyama kann lachen. Moinsen! Du weißt, deinen Namen werde ich nie aussprechen können. Razor, jetzt war's. Jetzt weiß ich's wieder. Razor, sorry, Bro, Digga. Wie geht's dir? Erzähl was. Ich will doch nur raus hier, Leute. Ich hing schon zweimal. Kurzfassung, wir sind so ziemlich im Arsch mit Bill. Die Leute raffen jetzt, dass ich We Will Make It habe und... Yeah. I do my very best. Oh, guck mal, ein Schweinchen. Namens Babe. Hellmaster, Mahlzeit! Grüße! Ich glaube, wir sind jetzt im Arsch. Nein, der ist da vorne. Wir haben noch Zeit. Zeit, Zeit, Zeit! Jo. Wartet mal, wo wir hingehen. Nicht dahin. Oh, ja, Duell. Die ganze Zeit warst du nichts zu sehen, aber wenn die scheiß Tore offen sind, da ist er wieder. Anti-Mate-Raid. Tut, was das ein Anti-Mate-Raid tut. Oh, ja. Scheiße. Hast du toll gemacht. Du bist der Beste. Du bist es. Nummer 1, wenn keiner da ist. Oh.
Jesus fucking Christ. Und ich muss wieder alles machen. Alles muss ich machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie werden... Oh, Drake ist draußen. Drake ist draußen. Ich kann dich nicht liegen sehen, Babe. I got you, Babe. Er will jemanden sehen hier. Das war perfektes Timing. Er denkt, wir sind da hinten. LOL. Oh ja. Bad. Jetzt wird ihm klar. Ich kann nichts gewinnen. Ich glaube, Bill hat die Runde gewonnen, würde ich mal sagen. Okay, come on, wir geben ihn. Wir geben ihn die Respect Challenge. Ist das okay so? Ich glaube, hier fallen wir rein, ne? Jupp. Danke. Den anderen zugehört hier im Discord, wie die Ark spielen. Dann habe ich auf die Uhr geguckt, dann war es schon 11. Und halb Einschluss. Das letzte Mal, wo ich auf mein Handy geguckt habe, wo ich noch wach war, aktiv wahrgenommen habe. Oh, guck mal! Nur 5 Sekunden gebraucht, um die Kiste aufzumachen. Also, die Aktion erkannte, dass ich die aufmachen will. Nur 5 Sekunden. Ich glaube, es wird ein richtiger Spaß. Für die ganze Familie. Wollen wir die entschärfen, dann haben wir gleich. Ja, wenn ich das mal so lese, ihr habt alle mal so einen schönen Job. Verkackter Montag, danke für diese schöne Aussage. Danke für dein Disconnect, Emery. Du bist echt ein super Typ. Echt cool. Also hier hingelegt. Hier entschärfen Sie mal. Nein, ich nicht. Okay. Nur heute war es mal schön ausnahmsweise. Okay, verstehe, verstehe. Alles gut. Und so, dann würde ich dann auch gerne wieder Sabotage mitnehmen, ganz ehrlich. Und dann wieder nicht. Wieso heilt ihn keiner? Ja, schau mal ein bisschen was. Ja, mach mal was für dein Geld, Mensch. Was noch lange? Okay. Emery ist draußen. Dreiergun ist, glaube ich, zum zweiten Mal jetzt gleich am Haken. Und wir haben 4 Gens gemacht. Das ist ein schöner Montag, Arbeitstag hier, ne? So richtig. Für Jack, läuft bei ihm. Ne? Gibt's nur. Trappy, ne? Und Trappy. Sollte man nicht machen. Aber er weiß, dass ich hier bin. Na, gerettet.
Nice. Ja, echt? Ich finde die gut. Als Survivor finde ich die gut. Den Skin, der ist cool. Ja, sorry. Ich glaube, wir kommen nicht raus, Digga. Ganz ehrlich. Eher lande ich noch in so eine Falle von ihnen, wie ich mich kenne. Na, aber die Thermoskanne ist cool, ne? Ich habe gedacht, die passt irgendwie zu mir, weil ich ja eben mal ständig nur am Kaffee am Saufen bin. Und irgendwie kriegen wir kein Skillchecken. Ich höre es schon. Ich kann es schon förmlich hören. Okay, wir machen einfach das Totem hier und freuen uns, dass wir nochmal 600 Punkte kriegen. GG. Oh Gott. Ja, jetzt hängt er einen auf. Weiß, wo ich bin, weil ich natürlich so intelligent war. Ne? Und die irgendwie kommt mir das ein bisschen langsamer vor, dieses... Okay, er hat wahrscheinlich Barbecue und Chili, ne? Gott, da brauche ich nicht mehr runtergehen. Jetzt mal ehrlich. Ich muss jetzt mal gucken, was er alles vernietet hat hier. Jesus. Er hat doch keinen Fallschaden, der Dicke. Lol. Really? Hat er sich gerade selbst ins Knie? Quasi. Warum soll man nicht die Punkte mitnehmen? Was ich meine. Aber Respekt habe ich halt vorhin schon. Doch, das ist auch ein bisschen die Würze, die Spiel ausmacht. Ein bisschen Respekt hat von Kim. Kann sein. Nein, eigentlich nicht. Hat die ihn verdammte Scheiße? Er weiß, dass er nur rauskommt, wenn ich sterbe und er mich nicht abhängt. Oder? Ja, ich versuche auch mein Leben zu retten, du Arsch.
Wenn es jetzt mal aufhören zu sterben, das wäre echt nett. Hier ist nichts. Ja, gut. Wir beide wissen irgendwie nicht ganz zurecht, ne? Ah Gott, Not gegen Elend. Oh Gott. Also ich hätte hier irgendwo eine Falle hingemacht. Okay. Der letzte Laufweg ist mir jetzt in Gang. Es kann natürlich sein, dass er jetzt natürlich mich sieht, wenn er von da kommt. Das ist natürlich super. Die Falle gesehen, also ob ich da jetzt rein waste, was er wollte, ob ich in die Pumpe gehe oder die Palette umschmeiße. Weil wenn ich jetzt in die... Jetzt muss er auch außen rumlaufen, das weiß er. Ja, also mal schon ein bisschen jetzt nachdenken, laufe ich in die Falle lieber? Oder, ne? Ja. War schon ein bisschen merkwürdig. Und das innerhalb von 2 Sekunden. Laufe ich rein, schmeiße ich die Palette um und springe rüber. Das war so mein Gedanke. Wenn ich rüber jumpe, hätte ich es vielleicht geschafft. Ja, es ist halt ein bisschen. 10 Sekunden. Das ist schon überhaupt? Endlich, dass ich so weit denke. Wow. Hi, Bill. What's up? Ich bin der Typ, der dich vorhin 300 Mal gerettet hat. GG. Ich meine, Bill, lauf, Bill! Ich mal mitgucken, als ob das was bringt. Finde ich, hat er wegen hartem Nehmen, unbeugsam und überhaupt übelste Armageddon-Perks. Wie er aussah, er hat ein bisschen Veteranerfahrung. Der kann das. Der kann das abdecken. Schon kommen. Checko! Hier guck! Die paar hätte ich nie im Leben gesehen. Was der Killer, dass ich hier bin? Wenn ihn aufhängt. Das sind so kleine Psychospielchen nochmal. Nein. Come on, man. Er hat ihn auch verloren, oder? Heil dich, bitte. Nein. Das wäre amazing. Wenn wir beide hier noch rauskommen, das wäre der Hammer. Wenn wir ehrlich sind, nein? Es wird schon ein Stück Arbeit, hier beide rauszukriegen. Also mich. Der Nebel, Trapper und Nebel, das ist eine ungesunde Mischung. Ich krieg mal so ein Stechen im Bein, wenn ich das sehe schon. Ja, hat er Gen gemacht. Wir kommen jetzt gar nicht klar. Ja, Pussy Mode on, ich weiß. Oh no, Bill! No, 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 no!
verstehe. Ich habe gedacht, Ah, hier liegt ja noch was hin. Retten kann ich ihn nicht. Kann ich nicht retten. Kann ich nicht machen, Bill. Ich habe nur eine gelbe Funze. Muss ich eine Stunde in sein Gesicht halten. Okay. Ist es vielleicht klug, einen Totem zu machen? Ich weiß nicht. Wenn es ihn triggert, warum nicht, oder? Auf jeden Fall ein bisschen schwierig gerade. Damit ernte ich ja viel. Wie sagt man, Erholungs- für Sprint Burst? Oh Gott, da liegt da schon wieder der Typ. Ein bisschen. Hey, er wollte die Palette, nicht ich. Ja, wie ist Jackie? Er wollte die Palette. Ja, hat sie gekriegt. Ja, kann ich nicht machen, Digga. Du bist auf dich allein gestellt. Könnt noch ein paar, Hey, wir haben noch so viele Kisten. Alter, wie oft ich Bill gerettet habe heute. Oh, am Bill-Counter langsam. Ich mach mal hier, macht mal. Ihr schafft das schon. Alter, er läuft wieder da rein. Ich glaube, er macht es mit Absicht, ne, um mich am Ende zu kriegen. Ganz ehrlich. Wir gehen auf das Late Game ein. Wo ist denn jetzt noch eine? Jetzt ist er tot. Habe ich mir noch gemerkt, wo die Hedge ist, weil ich genau wusste, vielleicht kann ich sie gebrauchen. Schauen wir mal, GG. Alles wird gut. Mhm, mh.